Hallo und herzlich willkommen zu Klar erklärt. Ich bin Nathalie und heute geht's um Kondome, insbesondere um Kondomgrößen. Kondome oder auch Präservative genannt, schützen dich vor sexuell übertragbaren Krankheiten und ungewollten Schwangerschaften, vorausgesetzt, sie sind von guter Qualität und sie passen. Entscheidend hierbei ist dein Penisumfang und nicht deine Penislänge. Es ist also wichtig, dass du den Umfang deines erigierten Penis bzw. deines steifen Penis kennst. Ich zeige dir jetzt einfache Methoden, wie du den Umfang deines Penis messen kannst. Es gibt beispielsweise sogenannte Kondometer oder hier ein Beispiel der MySizeometer. Das sind Dokumente, die du online herunterladen und ausdrucken kannst. Und dieses Beispiel hat dann hier an der Seite ein Maßband, das du ausschneiden kannst und um deinen Penis legen kannst. Wenn du das Maßband ausgeschnitten hast, kannst du es um die breiteste Stelle deines Penis legen. Die breiteste Stelle kann ganz unten am Schaft sein, die kann aber auch weiter oben sein. Du kannst dann das Maßband um deinen Penis herumlegen und siehst dann genau, wie groß der Umfang deines Penis ist und bei diesem Beispiel auch gleich, welcher Kondomgröße das entspricht. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, Dokumente auszudrucken oder du auch ganz einfach keine Lust dazu hast, kannst du beispielsweise auch ein Stück Schnur nehmen oder einen blanken Streifen Papier und gehst genau gleich vor. Du nimmst das Stück Schnur, legst es um die breiteste Stelle deines Penis. Dann kannst du mit dem Finger draufhalten, wo du gelandet bist und dann dieses Schnurstück mit einem ganz normalen Lineal abmessen. Wenn ich das jetzt an diesem Beispiel mache, dann kommen wir hier auf 13,5 cm und du kannst dann ganz einfach hier ablesen, welche Kondomgröße für 13,5 cm Umfang die empfohlene ist. In diesem Beispiel hier wären 13,5 cm genau auf der Schwelle zwischen 57 und 58. Ich halte dir hier die Richtwerte nochmal ins Bild und ich verlinke dir den MySizeometer und auch andere Kondometer unten in der Infobox. Schauen wir uns nun die verschiedenen Kondome an. Es gibt sehr viele verschiedene Kondommarken, es gibt verschiedene Preisklassen und es gibt ganz verschiedene Ausführungen in Form, Länge, Breite, Geschmack und Verpackungsgrößen. Hier beispielsweise sind 3 Kondome drin, hier hingegen 36, ganz verschieden. Auf den Kondompackungen selbst steht dann beispielsweise so etwas wie XXL 60 mm oder auf diesem Beispiel 52 mm oder hier 64 mm. Das ist die sogenannte nominale Breite und ist nicht gleichgesetzt mit dem Penisumfang. Es kann ein wenig verwirrend sein, aber dafür hast du eben beispielsweise diese Angaben hier. Bei diesem Beispiel hier haben wir ermittelt, dass die empfohlene Größe zwischen 57 und 58 mm ist. Und wir können uns das jetzt hier einmal anschauen, indem wir beispielsweise ein Kondom nehmen mit 64 mm Umfang. Und dann können wir auch gleich zu der richtigen Benutzung des Kondoms kommen. Reiß die Packung vorsichtig auf und fass das Kondom am Rand an. Wenn ihr das Kondom aus der Verpackung genommen habt, achtet darauf, dass ihr es so über euren Penis drüber stülpt, dass ihr es abrollen könnt. Greift das Reservoir mit 2 Fingern, damit keine Luft hineingeraten kann. Zieht eure Vorhaut ein wenig zurück und setzt das Kondom oben auf euren Penis an. Danach könnt ihr das Kondom ganz einfach abrollen. Ihr könnt dann auch das Reservoir loslassen und das Kondom über euren Penis rollen. Hier haben wir jetzt das Beispiel von einem etwas zu großen Kondom. Also ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, das Abrollen ging sehr einfach. Es ist jetzt nicht locker, aber es geht schon sehr einfach zum Auf- und Abrollen, beziehungsweise zu einfach. Das wäre ein zu großes Kondom. Klassische Kondome oder Standardkondome haben eine Breite von 52 mm. Es kann sein, dass ihr in herkömmlichen Kaufhäusern eure empfohlene Größe nicht findet. Da kann ich euch empfehlen, dass ihr auch online nach Kondomen sucht. Es gibt beispielsweise die Marke MySize. Ich verlinke sie euch auch unten in der Infobox. Und bei MySize gibt es eine etwas größere Auswahl an Kondombreiten im Vergleich zu der Auswahl in den meisten Kaufhäusern. Ein Kondom sollte fest sitzen, aber nicht schmerzhaft drücken. Und es sollte nicht nötig sein, dass ihr das Kondom beim Überziehen ausweitet oder
zu fest daran zerren müsst. Dann wäre es zu eng und wenn es zu leicht drüber geht oder nicht fest sitzt, dann wäre es zu weit. Es empfiehlt sich auch, verschiedene Kondomarten und Formen auszuprobieren, damit ihr wirklich das passende Kondom für euch findet. Das war's mit dem heutigen Video. Falls ihr noch Fragen oder ein Feedback habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.